Hallo Leute und herzlich willkommen zur Aus- und Notfälle-Lektion. Ja, ein bisschen speziell das Thema, wird eigentlich auch gar nicht so häufig angesprochen. Es wird eher mehr darüber geredet, wie man eben geile Übergänge macht, wie man an Bookings kommt und so weiter. Immer, wie müsste alles sein, eben wenn alles läuft. Aber die Realität ist ja leider, dass eben nicht immer alles läuft. Und wir wollen eben vermeiden, dass ihr irgendwo im Club steht oder generell natürlich bei einer Veranstaltung seid. Auf einmal ist die Musik weg, ihr steht da, ihr wisst nicht wieso. Das Publikum fängt an zu buhen, ihr bricht in Schweiß aus, der Gig ist im Prinzip gelaufen und ihr schadet logischerweise eurer Karriere, eurem Ruf, wegen vielleicht einer Kleinigkeit, irgendein Stecker nicht richtig drin, irgendwas nicht richtig eingestellt, irgendein Knopf gedrückt, der nicht sein sollte, irgendein Fader da, wo er nicht sein sollte und so weiter und so fort. Das ist einfach peinlich. Die meisten Sachen lassen sich sehr leicht vermeiden und deswegen möchten wir dem Ganzen hier eine ganze Lektion widmen, damit euch entweder sowieso auf gar keinen Fall sowas passiert oder zweitens, wenn doch, dass ihr wirklich schnell die Lösung findet und wieder zurück zu eurem eigentlichen Mix kommen könnt, um weiterhin eben das Set zu rocken und nicht eben wie so ein begossener Pudel dasteht. Also, wir finden, es ist eine sehr wichtige Lektion und wir haben euch auch am Ende der Kursbeilage eine letzte Folie im Prinzip noch draufgepackt, wo ihr nach einem Art Baumdiagramm nach Pfeilen gehen könnt. Habt ihr das Problem oder das Problem? Wenn ja, nein, dann das. Und eben dann nochmal sehr übersichtlich aufgelistet, welche Probleme was sein könnten, könnt ihr euch ausdrucken und irgendwo zu Hause neben euer DJ-Pult hängen. Und auch da werden natürlich dann immer mal wieder Situationen kommen, wo was nicht funktioniert. Da ist natürlich halb so wild, aber das sind genau die Situationen, wo ihr dann schnell nochmal schalten könnt. Ah, okay, was ist das jetzt hier für ein Problem? Könnt eben nochmal schnell nachgucken und irgendwann habt ihr das so verinnerlicht, dass ihr es eben auch einfach so wisst. Denn wenn ihr den Zettel mit in den Club nehmt, kommt es natürlich vielleicht ein bisschen peinlich rüber. Also, was wir euch zuallererst empfehlen, ist, dass ihr auf irgendeinem Deck hier, wenn ihr hoffentlich einen Mehrkanalmixer habt, insofern ihr keinen habt, dann wird es schwierig, einen sozusagen Notfallmix hinterlegt. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel euer Handy anschließen, einen MP3-Player, whatever, irgendeine Musikquelle, die immer noch läuft, wenn zum Beispiel eben die Turntables, die CD-Player, der Laptop und so weiter abkacken. Also in der Hoffnung, dass dann eben der Mixer nicht abgekackt ist, greift ihr einfach schnell euer Handy. Das habt ihr irgendwo versteckt. Sollte vielleicht nicht mitten drauf liegen, das ganze Set über, aber irgendwo, ne, ein bisschen versteckt. Ihr merkt also, okay, fuck, Musik ist weg, warum auch immer. Irgendwie der Zuspieler abgekackt, Laptop funktioniert nicht, whatever. Mixer läuft, perfekt. Ihr schnappt schnell euer Handy, habt da am besten einen Mix drauf, den ihr irgendwann mal aufgenommen habt, der auch was taugt. Und der am besten auch nicht nur 10 Minuten geht, sondern eben ein ganzes Stück lang, dass ihr auf jeden Fall Zeit habt und euch nicht so stressen müsst, dass eben dieser eine Track gerade dann auch gleich wieder schon vorbei ist, wenn ihr eben nur einen Track auswählt und nicht einen Mix. Schnappt euch also schnell euer Handy, drückt auf Play, zack, habt irgendeine Stelle, wo man cool reinfaden kann. Und im Prinzip kann die Party dann weitergehen. Es ist dann scheißegal, ob das wirklich zum aktuellen Track, der bis dato gelaufen ist, dann passt oder eben ob der Übergang irgendwie scheiße oder hart ist. Es geht einfach nur darum, dass überhaupt Musik läuft. Also einfach hart rein damit. Gut, also, war ja nur ein Beispiel jetzt. Die Musik läuft dann also und dann könnt ihr euch mal ganz in Ruhe eben darum kümmern, okay, woran liegt es denn jetzt? Was ist aus? Was funktioniert nicht? Kabel und so weiter und so fort. Alternativ könnt ihr natürlich auch ganz klassisch auf eine Schallplatte zurückgreifen, die ihr immer parat habt. Das Ganze ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, weil die hat auf jeden Fall ein kürzeres Ende als ein langer Mix von euch. Und da ist dann auch die Frage, ob der Turntable noch funktioniert, wenn zum Beispiel der CD-Player abgekackt ist oder euer Laptop. Das ist immer so die Frage. Auf jeden Fall ein Handy habt ihr immer dabei. Ein Mix könnt ihr easy zu Hause aufnehmen, der dann auch eben passt, der zu euch passt, der cool ist. Einfach rein damit und dann habt ihr auf jeden Fall erstmal Ruhe. Ihr habt dann also eben jetzt mal Zeit, systematisch nach dem Fehler zu suchen. Welche Geräte sind betroffen? Was kommt eben am Mixer an? Was nicht?
Woran liegt's? Gibt's generell Probleme im Club und so weiter und so fort? Einfach mal Lage checken sozusagen. Wenn ihr es dann rausgefunden habt, eben irgendwo vielleicht einfach nur eine Steckdosenleiste, der Stecker umgelegt oder irgendwo ein Kabel ist raus, hier hinten war irgendwas lose, keine Ahnung, ein Gast hat hier vorne irgendwo ein Kabel rausgezogen, whatever. Ihr wisst auf jeden Fall, woher das Problem kommt. Logischerweise werdet ihr es beheben, insofern es denn möglich ist. Wenn einfach euer PC abgeraucht ist, warum auch immer, und der hat den Geist aufgegeben, habt ihr auf jeden Fall ein Problem. Und dann habt ihr hoffentlich irgendwie noch CD-Player oder einen Schallplattenspieler da rumstehen und einen USB-Stick dabei, dass ihr die Geräte auch mit Musik füttern könnt. Und dann könnt ihr so weiter auflegen. Insofern das nicht der Fall ist, dann könnt ihr im Prinzip nur noch den Mix von eurem Handy laufen lassen. Und vielleicht habt ihr noch ein, zwei andere Mixe dabei, um den Rest des Abends irgendwie rumzubekommen. Aber logischerweise auflegen wird dann schwierig. Also hoffen wir mal, dass das nicht so ist. Ihr habt das Problem gelöst und dann geht es darum, ja, wie ihr wieder zurück in euren Mix kommt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr natürlich wieder genauso hart ein- und ausblenden, wie ihr es gemacht habt, als das Problem aufgetreten ist. Das empfehlen wir aber absolut nicht, denn es gibt bessere Möglichkeiten. Und da tut ihr natürlich auch wieder euch keinen Gefallen, denn das Publikum wird es auf jeden Fall negativ honorieren. Deswegen nehmt ihr euch Variante A. Entweder denselben Track wie der, der gerade im Mix läuft. Das ist ja normalerweise eben euer Mix, also solltet ihr diesen Track auch dabei haben, sei es jetzt auf dem Laptop, auf dem USB-Stick, whatever. Spielt den auf euer CD-Player zum Beispiel, spult genau exakt an dieselbe Stelle wie die, an der der Mix eben gerade ist. Und dann laufen die der parallel. Das heißt, ihr könnt einfach beide Decks hochfahren und überblenden. Schaut halt da, dass ihr mit der Lautstärke vorsichtig seid, denn auch wenn ihr denselben Track eben doppelt auf beiden Kanälen voll laut habt, dann wird es auf jeden Fall die Gesamtlautstärke anheben. Da müsst ihr einfach ein bisschen probieren. Da empfiehlt sich wahrscheinlich mit dem Crossfader zu arbeiten, auch wenn ihr den normalerweise nicht verwendet. Also Variante A, einfach selber Track und dann überblenden. Ganz einfach. Da müsst ihr nicht mal irgendwas beatmatchen und so weiter, weil es ist ja derselbe Track. Es sei denn eben, ihr habt ihn im Mix ein bisschen verändert, aber das sind auch Sachen, die wisst ihr vielleicht noch, oder es ist auf jeden Fall nicht die größte Herausforderung. Variante B ist eben, dass ihr euch einfach nur ruhige Stelle sucht, sei es jetzt, ihr habt irgendwo einen Breakdown oder irgendwie einen kurzen Fade irgendwie, es wird mal ein bisschen ruhiger und dann macht ihr einfach einen schnellen Cut. Also der eine raus, der nächste rein. Ist dann vielleicht nicht ganz harmonisch, auch vielleicht nicht perfekt gebeatmatched und so weiter, aber wenn ihr euch irgendeine Stelle aussucht mit Flächen, irgendwie ein bisschen verschachtelten Melodien, dann ist das ja oft auch eine Möglichkeit, Übergänge zwischen Tracks zu machen, wo man normalerweise keinen Übergang machen kann. Deswegen wird man dann auch nicht unbedingt peilen, war das jetzt ein normaler Übergang oder der von eurem Notfallmix wieder zurück in euer Setup. Kann man aber auch vermeiden, das ist eher dann wieder eine Notlösung eben, wenn man es nicht schafft, irgendwie einen richtigen Übergang zu machen. Das Beste im Prinzip oder wenigstens gleich gut mit derselben Lead-Variante überzublenden, ist eben Variante C, dass ihr ganz klassisch einfach Beatmatching anwendet. Denn es kann ja zum Beispiel auch sein, dass der Track, der jetzt gerade hier im Mix ist, eigentlich scheiße ist. Er ist viel zu lahm oder eben viel zu energetisch, viel zu schnell und so weiter. Ist auch egal, passt einfach irgendwie gerade nicht rein. Also, dann wollt ihr im Prinzip so schnell wie möglich aus dem Track raus, weg davon. Dann könnt ihr euch noch ein bisschen Zeit sparen, im Prinzip, indem ihr da denselben Track überblendet, dass ihr direkt einfach beatmatcht. Das heißt, ihr sucht euch wie klassisch bei einem Übergang einfach einen Track, der dazu passt, ladet den in euer Deck und macht einfach einen ganz normalen Übergang. Ist ja nicht so wild, merkt ja auch keiner, insofern das eben jetzt mitten im Mix ist oder am Ende vom Mix oder einfach ein normaler Track ist. Ihr macht einfach einen ganz normalen Übergang. Dann müsst ihr natürlich wieder schauen, eben mit Key, Charakter eben vom Track an sich, BPM sowieso, wenn ihr einen längeren Blend machen wollt. Und dann macht ihr im Prinzip einfach einen klassischen Übergang. Auch ziehen tun logischerweise die ganzen harten Übergangsvarianten, wie eben einen Cut, einen Backspin oder irgendwie rein-raus scratchen. Derartiges funktioniert logischerweise auch. Das sind also die Möglichkeiten, die euch offen stehen. Da müsst ihr dann einfach schauen, welche Variante hier gerade am besten passt.
Wichtig ist natürlich eben, insofern ihr den Fehler behoben habt, dass ihr schnell wieder in euer normales Setup reinkommt, damit ihr wieder die volle Kontrolle über das Geschehen habt. Denn der Mix ist ja fertig sozusagen, da könnt ihr nicht einfach mal wechseln oder rumskippen. Deswegen auf jeden Fall schauen, dass ihr insofern wirklich alles safe 100% läuft. Was ihr auf jeden Fall auch nochmal kontrollieren solltet, schnell wieder raus. Insofern ihr keine Möglichkeit findet, eben die Problematik zu beheben, sei es jetzt eben, es kommt partout kein Sound an, irgendein Gerät springt partout nicht an und so weiter, dann bleibt logischerweise nur Kabel tauschen oder Gerät tauschen. Da müsst ihr dann einfach schauen, ob es hoffentlich Ersatzgeräte gibt oder ob ihr auch auf manche Geräte verzichten könnt und den nur noch mit anderen auflegt, ob es eben Ersatzkabel gibt. Wir empfehlen euch ja auf jeden Fall immer, habt ihr in der Equipment-Lektionen gelernt, Ersatzkabel mitzunehmen. Die kosten nicht viel. Oft liegt es eben nur an solchen Billigartikeln im Verhältnis zu den Geräten wie den Kabeln. Vielleicht ist es die Steckdosenleiste, vielleicht hat irgendwo jemand easy was rausgezogen, einfach mal aus Versehen. Sind alles an, die kann man schnell beheben. Insofern das eben nicht geht, Kabel wechseln, wenn es immer noch nicht geht, Gerät wechseln. Und dann müsst ihr einfach schauen, wie ihr dann noch zurechtkommt. Wir simulieren jetzt sozusagen mal ein paar Aus- oder Notfälle und gehen mal im Prinzip checklistenartig mit euch durch. Was ist, wenn welches Phänomen eintritt und wie behebt ihr es dann auch ruckzuck? So, fangen wir also mal mit was ganz Einfachem an. Euren Kopfhörern. Oft ist es so, im Eifer des Gefechts klickt ihr eben an haufenweisen Knöpfen rum und dreht an haufenweisen Drehreglern. Und ja, da kann es eben auch schon mal passieren, dass ihr selbst hier bei dieser Kopfhörerlektion ein bisschen den Überblick verliert. Eben mal zum Einstieg was ganz Einfaches. Also wenn ihr hier eben merkt, okay, da kommt nichts. Erstmal ist ja ganz klar, habt ihr überhaupt den Cue aktiviert. Sei es jetzt zum Beispiel eben hier über diese Tasten oder wie das bei eurem Mixer auch immer aussehen mag. Das mal als Erstes. Dann, wenn ihr was aktiviert habt, dann natürlich auch die Frage, über welches Deck habt ihr es denn aktiviert? Denn wenn zum Beispiel jetzt auf diesem Deck hier was läuft, ihr möchtet hier vorhören und blöderweise drückt ihr den nebendran, weil zum Beispiel hier auf diesem Deck auch noch was läuft, ihr schaut nur hier auf den Ausschlag, auf den Pegel, denkt, alles klar, hier, okay, warum kommt denn nichts? Ja, dann wird euch dem schnell auffallen, okay, ist nicht das richtige Deck. Ist auch irgendwie logisch, einfach daran denken. Dann ganz klar natürlich auch die Level-Sektion hier, ist ja auch egal, wie es genannt wird, einfach die Lautstärke. Hier dieser Drehregler, kann auch mal passieren, dass ihr den runtergeregelt habt. Auch natürlich daran denken, dass es hier dran liegt. Außerdem hier Cue und Master. Wenn ihr zum Beispiel hier diesen Track vorhören möchtet, der ja vom Linefader her nicht oben ist, dann müsst ihr natürlich auf Cue und dürft nicht auf Master sein. So werdet ihr ebenfalls nichts hören. Dann eben sind die Kabel richtig im Mixer und im Kopfhörer eingesteckt. Gerade bei diesen großen Klinky-Kabeln hier geht es ein bisschen schwerfällig. Dann denkt man hier schon, oh ja, okay, ist ja drin. Ist aber vielleicht eben doch nicht. Erst jetzt. Oder auch hier zum Beispiel, wenn ihr die Möglichkeit habt, an eurem Kopfhörer noch die Kabel abzunehmen, dann checkt es auf jeden Fall auch hier nochmal, ob die alle wirklich richtig drin sind. Ja, wenn das alles nichts hilft, wird es wohl sehr wahrscheinlich am Kopfhörer liegen. Deswegen einfach probeweise mal bei einem anderen Gerät anschließen und eben mal mit einem anderen Kopfhörer hier probieren. Ja, das war es dann im Prinzip auch schon für die Kopfhörer. Kommen wir als Nächstes zur PA. Das heißt eben, draußen auf der Anlage ist kein Sound, obwohl eben hier bei euch am Mixer was ankommt und im Prinzip eigentlich was rausgehen müsste. Also das Erste ist natürlich, habt ihr hier euren Master oder euren Booth-Regler aufgedreht. Klar, wenn da nichts offen ist, dann kann ja auch nichts kommen. Das kontrolliert ihr logischerweise hier am Ausschlag. Klar, wenn es der Booth-Regler ist, dann müsst ihr natürlich trotzdem draußen auf der PA was kommen, aber ihr selber hört halt nichts. Okay, kleines Ding, schnell zu beheben. Wo es dann vielleicht schon ein bisschen frickeliger wird, ist hier hinten bei den Anschlüssen. Ist ja die Frage, habt ihr die PA über die XLR-Anschlüsse angeschlossen? Insofern das passiert ist, wird es euch eigentlich nicht passieren, dass das ausfällt, weil ihr hier extra noch diesen Klicker betätigen müsst, um überhaupt das Kabel zu lösen. Aber vielleicht wurden sie ja gar nicht richtig reingesteckt. Also das einfach mal kontrollieren, dass es auch wirklich safe ist. Insofern ihr das über Klinke-Kabel oder Cinch-Kabel angeschlossen habt, eben
genau dasselbe. Einfach mal schauen, sind die richtig angeschlossen, sind sie auch im richtigen Output, weil vielleicht habt ihr sie zum Beispiel aus Versehen hier in den Rekord gesteckt und gar nicht in den Master. Kann alles passieren, einfach mal schnell noch geschwind die Kabel kontrollieren. Dann eigentlich auch relativ klar, aber vielleicht denkt man nicht dran, wenn man hier einfach einen Track startet und denkt sich, alles klar, Ausschlag hier ist da, Master ist auch oben, okay, fuck, warum kommt nichts? Klar, der Linefader muss aufgedreht sein, ist auch sehr schnell zu beheben. Dann, was auch ein bisschen tricky sein kann, ist zum Beispiel, dass ihr einen Filter oder einen Effekt aktiviert habt, der im Prinzip euren Track komplett platt macht, obwohl eben hier der Linefader oben ist und obwohl auch der Master aufgedreht ist. Das kann eben so sein, dass ihr durchs Vorhören gesagt habt, okay, ich möchte jetzt erstmal nur die Bässe reinbringen, also habt ihr dann die Mitten und die Höhen runtergedreht, komplett, und ihr habt hier den Filter ausgewählt und damit geht ihr dann auch noch voll auf die Höhen. Das heißt, hier wird der Bassanteil dann auch noch komplett rausgefiltert und somit, wenn wir das Ganze uns dann mal anhören, bleibt gar nichts mehr vom Track übrig. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation, aber es kann vorkommen. Auch daran denken. Einfach dann eben Filter an- oder ausmachen. Was auch sein kann, ist eben ein Effekt. Zum Beispiel der Vinyl Break. Da wird eben ja ein Abstoppen der Schallplatte sozusagen des Tracks simuliert. Und auch das kann zum Beispiel der Fall sein. Auch hier macht es den Anschein, eben hier ist ja Ausschlag, es ist alles oben, Master ist offen, woran kann es liegen? Es ist der Effekt. Wenn der eben hier auf volle Kanne steht, dann, so wie es auch sein soll natürlich, ist nichts zu hören. Also auch daran denken, dass ihr eben keinen Effekt noch aktiviert habt, und als letztes ist noch ein ganz fieses Ding hier mit dem Crossfader. Denn zum Beispiel, wenn ihr normalerweise nicht mit Crossfader auflegt, das heißt jetzt, weil ihr eben ganz normal mit den Linefadern arbeitet, dann müsst ihr genau darauf achten, wie die Zuweisung hier am Crossfader ist. Sowieso, insofern ihr ihn gar nicht benutzt, schaltet am besten auf Through, dann seid ihr sowieso safe. Dann ist egal, was ihr damit macht. Aber wenn ihr zum Beispiel die Deckzuweisung noch so haben möchtet, hier einmal so geteilt, oder eben euer Vordermann hat es so eingestellt, however, es ist wie es ist, dann müsst ihr eben aufpassen, wenn zum Beispiel hier der Track gerade läuft, ist ja hier alles soweit cool, aber sobald ihr dann hier rüber geht, ist natürlich komplett alles still. Das kann euch mal passieren, dass ihr eben hier gerade am Mixen seid, ihr habt noch hier eben was eingestellt in Effekten, wollt ihr als nächstes dann vorhören, zack, ihr macht außerdem den Crossfader zu, merkt es aber gar nicht richtig, weil es vielleicht doch mit dem Ärmel war oder eben irgendwie nur ganz leicht mit der Hand, auf einmal ist der Crossfader drüben, Musik ist aus und ihr denkt nicht an den Crossfader, weil ihr ihn ja normalerweise nicht benutzt. Deswegen ganz wichtig, könnt ihr standardweise einfach wie so einen kleinen Tick, dass ihr es immer in der Mitte habt oder eben ihr schaut, dass ihr jedes Mal, bevor ihr ein Set beginnt, es auf Through stellt oder eben insofern ihr ihn benutzt, müsst ihr halt aufmerksam sein, ganz klar. Das ist eben auch noch ein ganz fieses Ding. Oder was zum Beispiel auch sein kann, ist, dass die Deckzuweisung falsch ist. Das heißt, wir haben jetzt dieses Deck hier auf A, also in Anführungszeichen falsch. Vielleicht möchte es jemand ja so, üblicherweise ist es eben dann nicht so. Und das heißt eben, wir haben dann hier ganz normal unsere Musik. Aber obwohl wir ja dann logischerweise auf der richtigen Seite sind, im Prinzip kommt keine Musik. Weil die Zuweisung halt nicht typisch war. Also das als letztes im Prinzip, insofern ihr trotzdem hier einen Ausschlag habt und eigentlich alles läuft, aber draußen nichts ankommt, sind das so ein paar Dinger, auf die ihr achten könnt. Wenn wir dann das Problem haben, dass wir keinen Sound am Mixer haben, dann wird es auf jeden Fall noch ein bisschen komplizierter. Denn hier kann es ja blöd gesagt an allem liegen, was an den Mixer angeschlossen ist und am Mixer selber. Also extrem viele Optionen.
Und da gehen wir das Ganze einfach mal stückchenweise durch. Also wir fangen beim Mixer an. Und das erste ist eben, sind die Input-Einstellungen korrekt? Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier jetzt eben einen CD-Player angeschlossen habt, dann muss der ja in Line. Und dann müsst ihr auch schauen eben, ob der denn überhaupt in Line drin ist. Ihr habt ja hier neben dran noch Phono. Und wenn ihr dann hier im Prinzip auf Line gestellt habt, aber den Anschluss bei Phono drin habt, dann kommt logischerweise nichts. Ihr seht jetzt hier den Ausschlag, weil alles stimmt. Wenn wir mal auf Phono stellen, ist es logischerweise leise und eben es könnte ja auch umgekehrt sein. Und da kommen wir direkt auch schon zum nächsten Punkt und das ist nämlich die Einstellung hier oben. Das sieht bei diesem Mixer so aus. Gibt bei anderen Mixern auch zum Beispiel Druckknöpfe, bei denen ihr dann den Eingang hier auswählt. Und hier müsst ihr eben logischerweise schauen, dass ihr es richtig eingestellt habt. A und B sind in diesem Fall die beiden USB-Anschlüsse hier. Da müsst ihr auch schauen, ob ihr eben A oder B benutzt habt. Dann habt ihr den digitalen Eingang, habt ihr Line, habt ihr Phono oder Return Aux. Also einige Möglichkeiten hier und Auge darauf eben, ob es der richtige ist, weil ihr seht schon, hier ist auch kein Ausschlag, dann passiert nichts. Und das Letzte, was an dieser Stelle noch ein bisschen fies ist, ist eben, dass hier der Trim oder Gain, auch genannt, vom Deck nicht ganz laut ist. Ja, ihr seht schon, ihr habt jetzt hier keinen Ausschlag, obwohl alles richtig eingestellt ist und so weiter. Selbst wenn ihr den Line Fader hochmacht, hilft es nichts, denn klar, hier, das muss hochgedreht werden. Ja, das sind im Prinzip die Sachen am Mixer, die ein bisschen schief gehen können. Wenn ihr dann zwischen eurem Gerät, sei es jetzt eben dem Plattenspieler, dem CD-Player oder dem Laptop und dem Mixer noch eine Soundkarte hier zwischengeschaltet habt, dann kann es natürlich auch an dieser liegen. Punkt A wäre natürlich, dass ihr einfach mal den In- und Output checkt. Wenn wir nämlich zum Beispiel hier spaßeshalber mal den Turntable anschließen, dann sehen wir auch schon, wenn wir sie in Input stecken, durch das grüne Leuchten hier, das optische Feedback eben, da kommt was rein. Wenn wir uns eben vertan haben und es aus Versehen in Output gesteckt haben, dann kommt logischerweise nichts, weil das geht dann nur in die Richtung. Umgekehrt, wenn ihr es am PC angeschlossen habt und eben dann was raus soll und ihr zum Beispiel hier auch das Routing innerhalb der Software nicht richtig habt, dann wird da auch nichts kommen und dann leuchtet zum Beispiel auch dieses Out hier nicht, so wie es jetzt gerade der Fall ist. Also da immer drauf achten, habt ihr ein Signal, das reingeht, das muss dann logischerweise bei In rein, habt ihr ein Signal, das rausgeht, das muss dann eben logischerweise wieder bei Out raus. Dann eben auch die Frage, habt ihr das Ganze zwischen Interface und Mixer richtig angeschlossen? Denn vielleicht habt ihr ja hier dann eben alles soweit korrekt, aber zum Beispiel hier habt ihr es dann wieder bei Phono eingesteckt. Deswegen eben schauen immer, sind die Kabel hier richtig, sind die Kabel hier richtig, wieder in Kombination mit der Einstellung dort, wie es ja eben gerade beim Mixer ist. Also nochmal zur Zusammenfassung kurz, habt ihr hier einen Ausschlag, dann ist sozusagen bis zur Soundkarte alles cool. Vom Gerät, sei es jetzt mal Turntable oder Laptop zum Beispiel, bis dahin ist alles cool. Wenn da nichts ankommt, liegt es irgendwo zwischen Soundkarte und Mixer. Habt ihr keinen Ausschlag hier, dann ist es jetzt irgendwas nicht zwischen Soundkarte und Mixer unklar, sondern eben zwischen der Soundkarte und der Quelle der Musik, eben sei es jetzt zum Beispiel Laptop oder eben der Turntable und so weiter. Da müsst ihr dann eben dort schauen. Wenn wir gerade beim Turntable sind, dann gibt es hier auch einiges, was vielleicht nicht so ganz glatt läuft. Und zwar ist das zum einen mal, berührt denn die Nadel überhaupt die Schallplatte? Das klingt jetzt ein bisschen ulkig, aber es gibt zum Beispiel hier Tonarme, die ihr so weit rausfahren könnt, dass die Nadel wirklich nicht mehr die Schallplatte berührt. Logischerweise gibt es dann keinen Sound, aber wenn das eben nur ganz knapp über der Oberfläche ist im Prinzip, dann fällt es vielleicht gar nicht so auf. Dann läuft zwar die Platte und es macht den Anschein, ja, sie liegt doch drauf, tut sie aber eben nicht und dann kann logischerweise auch kein Sound rauskommen. Dann ist auch die Frage, ist hier am System selber, passt da alles von den Kontakten her und zum Beispiel auch, passt der Kontakt hier zwischen dem System und den Kontakten im Tonarm drin? Das ist auch gern eine Schwachstelle. Da gibt es dann zum Beispiel den Fiber Pen
Oder eben manche machen da ein bisschen Spucke drauf. Das empfehlen wir euch aber weniger. Dann fängt es eben auch da drin an zu rosten. Das wollen wir alles nicht. Und als letztes kann es natürlich auch noch sein, dass hier hinten im Output was nicht stimmt. Wenn ihr zum Beispiel einen digitalen und einen analogen Output habt an eurem Turntable, dann klar ist auch die Frage, ist da alles im richtigen Output und dann umgekehrt hier im richtigen Input gelandet. Logischerweise muss digital in digital. Alles ein bisschen selbsterklärend, aber einfach mal dran denken. Hier beim CD-Player, ähnliches Spiel. Auch hier eben beim Output und beim Input stecken die Kabel hier in der richtigen Stecker drin und eben dann hier genauso, ganz klar. Und dann ist hier zum Beispiel auch noch die Frage, ob das Medium richtig erkannt wurde und auch lesbar ist. Manchmal habt ihr alte CDs, die eben nicht mehr so fit sind und da hatten dann manche Player ein bisschen Probleme, die zu lesen. Dann sieht es vielleicht so aus, als wäre die CD geladen, aber ja, kommen tut leider nichts. Deswegen auch das im Prinzip nochmal ein kleiner Tipp. Dann die letzte Möglichkeit, das was nicht ganz stimmt, ist der Laptop. Das heißt eben, hier ist die Frage, habt ihr den Master und das Deck-Level, also im Prinzip das, was ihr hier habt, auch in der Software aufgedreht? Denn logischerweise, wenn das genau wie hier auf 0 ist, kommt es auf selbe raus, kommt kein Ton. Außerdem müsst ihr das richtige Interface auswählen. Zum Beispiel könnt ihr ja in den DJ-Programmen wechseln zwischen eurer internen Soundkarte, die ihr ja fürs Auflegen nicht benutzen könnt, als auch zum Beispiel eben einer externen und so weiter. Und da müsst ihr eben schauen, habt ihr auch die richtige Soundkarte ausgewählt. Und dann auch wieder, greift ja an den Anfang mit der Soundkarte dann wieder noch zusammen, habt ihr hier das richtige Routing. Also in der Software die virtuellen Decks auch den richtigen Kanälen hier zugewiesen. Denn ja, wenn das nicht passt, dann weiß die Software ja sozusagen gar nicht, wohin mit dem Sound und dann kann auch nichts rauskommen im Prinzip. Dann kommt der Sound nicht mal bis zur Soundkarte eben und das ist ja das, was wir gesagt haben, wenn ihr hier keinen Ausschlag habt, bei Out zum Beispiel, dann wisst ihr eben, in der Software ist da noch irgendwas unklar. Wenn es euch leider passiert, dass ihr mal einen sogenannten Freeze habt, das heißt eben eure Software zum Beispiel oder euer CD-Player friert ein sozusagen, dann ja, gibt es nur harte Lösungen sozusagen. Also entweder ihr erzwingt das Beenden des Programmes. Das ist ja abhängig, je nachdem, ob ihr einen Apple-PC oder einen Windows-PC benutzt. Da kennt ihr dann ja einfach die Kombination, wie ja, man eben das Beenden von Programmen erzwingt. Dann bleibt euch ja nur der Neustart von Programmen übrig. Falls das ganze Gerät sich aufgehangen hat, klar, dann müsst ihr entweder den Netzschalter betätigen oder ihr drückt längere Zeit den Ein- und Ausschalter zum Beispiel von eurem Laptop, um nicht nur das Herunterfahren des Programms, sondern sogar des ganzen Laptops zu erzwingen. Und dann eben wieder hochfahren und hoffen, dass das nur ein temporäres Problem war. Beim CD-Player eben auch einfach an- und ausschalten. Wie gesagt, da bleibt euch leider nichts anderes übrig, als einen harten Cut zu machen. Aber das ist ja eher dann ja, auf einzelne Geräte bezogen. Klar, wenn es der Laptop ist, dann habt ihr einen Totalausfall, aber ihr habt ja immer einen Backup. Oder wenn zum Beispiel hier jetzt ein CD-Player ist, dann habt ihr hoffentlich noch einen anderen und könnt den halt dann schnell und hart reinbringen. Wenn der CD-Player an sich nicht im Freeze-Modus ist sozusagen, sondern nur der Track, weil irgendwas an der CD nicht passt, dann könnt ihr das hier nutzen, dass ihr im Track etwas skippt, reduziert dann dabei die Kanallautstärke etwas, weil das hört sich nicht allzu schön an. Klar, dieses typische Spulen, das muss nicht unbedingt sein. Ihr könnt es auch mit dem Jogwheel weiterschicken und ja, dann hoffen, dass es an dieser Stelle wieder weiterläuft. Gründe für so einen Freeze können sein, dass ihr zum Beispiel Spannungsspitzen im Stromkreislauf eures ja, DJ-Setups ihr habt. Typische Verursacher sind da zum Beispiel die Nebelmaschine oder andere Lichteffekte, die einfach ja, auf Spitzen hin, auf bestimmten Punkten hin extrem viel Strom brauchen und dann das Netz überlasten und ja, so eben für diesen Totalausfall im Prinzip sorgen. Deswegen beobachtet es mal, eben ist es zum Beispiel immer, wenn euer Lichtmann oder ihr selber vielleicht die Nebelmaschine bedient,
Wenn dem so ist, dann müsst ihr auf jeden Fall schauen, dass die Nebelmaschine schleunigst aus dem Stromkreislauf eures DJ-Setups verschwindet, sonst habt ihr logischerweise das Problem immer wieder. Deswegen empfehlen wir auch generell, alles, was nicht direkt mit eurem DJ-Setup zu tun hat, auch an einen anderen Stromkreis anzuschließen. Sei es eine andere Steckdose irgendwo im Raum, eben in Anführungszeichen am besten so weit wie möglich weg, dass das Ganze euch einfach nicht in die Quere kommt. Das Ganze gilt auch nicht nur für Licht, Nebel und so weiter, sondern natürlich auch für die PA, weil auch die braucht ordentlich Saft. Und wenn ihr das alles nur an eine haushaltsübliche Steckdose anschließt, wenn es eine richtig fette Party ist, dann ist es kein Wunder, wenn das mal schief geht. Kommen wir noch zu einem Art kleinen Problem, was vielleicht aus Versehen mal auftreten kann, ist, dass ihr zum Beispiel Sound nur links oder rechts habt. Das kann zum Beispiel hier an so einem Balance oder eben einem Pan-Regler sein, der aus Versehen falsch eingestellt wurde. Ihr verwechselt es hier vielleicht mit dem Booth. Oder eben in der Software habt ihr einen Effekt aus Versehen eingesetzt, dann kommt nur links oder rechts der Sound. Ja, das ist ja auch nicht so der Weltuntergang, einfach zur Erinnerung. Was eher noch sein kann zum Beispiel ist auch, dass wenn ihr einen Wechsel habt zwischen DJs, dann wird der gerne mal hier hinten umgesteckt und rumgefummelt. Und dann kann es ja passieren, wenn man hier mal was rauszieht, dass dann aus Versehen noch ein anderes Cinch-Kabel mit rausfliegt, weil diese Steckverbindung ja nicht besonders fest ist. Und eben insofern ihr dann merkt, normalerweise passiert das ja dann immer gleich, eben da macht jemand gerade hinten rum, ihr legt auf, links, rechts, kein Sound, einfach zack, schnell wieder reinstecken. Insofern es halt etwas gelöst hat und dann irgendwann zwischendurch mal abgeht, eben auch immer die Verkabelung hinten checken. Insofern hier alles in Ordnung ist und auch hier die Regler alle stimmen, kann es nur noch am Abspielgerät liegen, also der Musikquelle, dass einfach hier dann zum Beispiel von den Cinch-Kabeln links oder rechts nicht richtig drin ist. Auch das eben schnell zu beheben und eigentlich relativ eindeutig. Aber eben auch dran denken, das kann hier genauso wie hier passieren. Kommen wir nochmal zurück zum Turntable. Hier geht es jetzt darum, dass ihr zwar an sich einen Output habt, der kommt auch beim Mixer an, aber der Output ist einfach schlecht. Restriktive eben, worum es jetzt hier genauer geht, die Nadel springen. Dann ist die Frage, springt die Nadel immer an einer bestimmten Stelle? Insofern das der Fall ist, dann müsst ihr einfach schauen, dass ihr die Nadel im Prinzip ein bisschen weiter rein bekommt, weiter zur Mitte bekommt. Das heißt, das ist zwar auch nicht ganz so sanft sozusagen, aber was bleibt euch anderes übrig? Ihr müsst schauen, dass ihr die Nadel einfach ein kleines Stück nach innen schubst, indem ihr einfach eben am System das Ganze mal eben ein bisschen so, zack, einfach ein, zwei Rillen weiter reindrückt und dann hofft ihr mal, dass diese Stelle, an der die Nadel immer wieder hängen geblieben ist, dann vorbei ist im Prinzip. Das wird dann eher ein großer Macken sein und dann läuft die Platte hoffentlich wieder. Während ihr das macht, empfehlen wir auch auf jeden Fall, die Kanallautstärke zu reduzieren. Ansonsten werdet ihr vom Publikum mit Sicherheit einen auf den Deckel bekommen. Wir können das ja mal kurz vorführen. Also wir tun jetzt einfach mal so, als würde die Nadel hier hängen bleiben. Ihr habt schon gehört, dieses kurze Krrr geht jetzt noch bei unserer Lautstärke hier, aber wenn es auf einer richtig fetten PA ist, dann auf jeden Fall Kanallautstärke senken und wieder hoch. Kann ja ganz schnell passieren. Ja, ist natürlich etwas hart, aber so ist das halt in der analogen Zeit. Und eben wenn die Leute verstehen, dass ihr analog auflegt, dann werden sie auch dafür Verständnis haben. Wenn die Nadel immer wieder springt, dann wird es wahrscheinlich nicht daran liegen, dass ihr einen riesigen Kratzer einmal quer über die Platte habt, sondern einfach, dass an den Einstellungen oder am System oder der Nadel im Prinzip irgendwas nicht stimmt. Also es ein übergeordnetes Problem sozusagen gibt. Eins haben wir schon angesprochen, zum Beispiel die Höhe des Tonarms. Wenn der eben viel zu hoch eingestellt ist, dann berührt die Nadel unter Umständen eben nicht mehr die Schallplatte. Schaut deswegen immer, dass der Tonarm parallel zum Gerät sozusagen hier ist, zum Gerätegehäuse. Außerdem
Sollte das Gegengewicht und das Anti-Skating richtig eingestellt sein, wie ihr das macht, habt ihr ja in der Turntable-Lektion schon gelernt. Deswegen checkt das auf jeden Fall nochmal, gerade wenn zum Beispiel jemand vor euch aufgelegt hat und der das für sich eingestellt hat, braucht ihr es eventuell anders, habt es vergessen. Deswegen auch immer schauen, bevor ihr einen Gig antretet und mit Schallplattenspieler auflegt, dann immer diese Einstellung checken. Wenn das nichts geholfen hat, eben trotz der richtigen Einstellung und trotz einer gesunden Platte sozusagen die Nadel immer noch springt, dann müsst ihr mal schauen eben, liegt es entweder am System, das heißt ihr nehmt einfach mal ein anderes System und steckt ein neues dran, ist das Problem weg, liegt es logischerweise am System. Da müsst ihr dann einfach schauen, wenn es im Prinzip eindeutig ist, dass es das System ist, dass ihr die Nadel vorne mal tauscht. Die könnt ihr ja ganz einfach mal abziehen. Ganz easy, das ist auch egal, ob das jetzt ein Headshell oder mit SME-Bajonettverschluss die ganz klassischen Concorde-Systeme sind. Und wenn ihr die dann mal tauscht, also ihr habt das System getauscht, das Problem war weg, nehmt wieder das alte System und tauscht die Nadel. Also bei dem System, bei dem funktioniert hat, nehmt ihr nur die Nadel, aber ihr nehmt das alte System, bei dem es das Problem gab, steckt die zusammen, ist auch ganz klar, ist das Problem weg, lag es offensichtlich an der Nadel. Ist das Problem nicht weg, muss es am System liegen. Das heißt eben hier zum Beispiel bei der Verkabelung passt was nicht oder eben hier der Kontakt zwischen dem System und dem Tonarm ist nicht ganz hergestellt. Insofern es die Nadel ist, habt ihr hoffentlich nur das Problem, dass die Nadel etwas verschmutzt ist. Da gibt es spezielle Reinigungsstifte sozusagen, sieht so ein bisschen aus wie für die Mädels, für die Wimpern. Oder eben ihr geht einfach mal mit dem Finger drunter, ist nicht die feine Art, aber ist auch nicht unüblich, ist ja auch ein Diamant, der sollte einiges aushalten. Und wenn das nichts gebracht hat, dann ist die Nadel wohl komplett durch und dann müsst ihr sie ganz einfach tauschen. Insofern ihr immer noch merkt, dass dieses Problem da ist. Also eine neue Nadel, neues System, hat nichts gebracht, die Platte stimmt an sich, Tonarm ist auch richtig eingestellt und so weiter. Eigentlich müsste alles passen. Dann kann es eigentlich nur noch sein, dass euer Tisch so wackelt im Prinzip, dass er so erschüttert wird durch die Anlage, was vor allem passiert, wenn ihr hier in eurer Nähe sozusagen dann eine große Subwoofer stehen habt, dass der Plattenspieler halt derartig erschüttert wird, dass dadurch die Platte immer, dass dadurch die Nadel immer springt. Deswegen müsst ihr schauen, dass euer Plattenspieler immer gut, in Anführungszeichen, gefedert ist. Es gibt ja entweder spezielle Kissen oder spezielle Füße. Alternativ könnt ihr auch eine ganz große Steinplatte unterlegen, eine schwere, und den Plattenspieler da drauf. Also schaut eben, dass ihr den Schallplattenspieler gut gegen Erschütterungen schützt. Und dann sollte wirklich auch keine Nadel mehr springen und alles soweit passen. Ein letztes Problem, das dann noch auf euch zukommen könnte, ist im Prinzip, dass ihr allgemein einen schlechten Output habt. Das kann zum Beispiel sein, dieses Dauerbrummen. Das wird daran liegen, dass ihr das Massekabel eures Schallplattenspielers nicht angeschlossen habt. Sei es jetzt zum Beispiel an den Mixer oder an die Soundkarte. Wie sich das anhört und warum man es machen sollte, haben wir ja auch in der Turntable-Lektion bereits geklärt. Einfach das nochmal als Erinnerung. Was auch noch sein kann, ist, dass ihr eben den Phono und den Line-Eingang vertauscht habt. Denn wenn ihr ein Phono-Gerät, wie es ja der Schallplattenspieler ist, an einen Line-Anschluss angeschlossen habt, dann ist das Signal extrem schwach. Ihr merkt schon, obwohl jetzt hier alles wirklich volle Kanne aufgedreht ist, kommt so gut wie kein Sound. Mehr geht ja gar nicht. Das liegt daran, dass hinter dem Line-Anschluss kein Vorverstärker mehr zwischengeschaltet ist, der das Signal vom Turntable verstärkt, weil eben alle Geräte, die an Line angeschlossen werden, wie zum Beispiel der CD-Player oder euer Handy und so weiter, alle selbst einen Vorverstärker haben, wodurch das Signal eben stark genug ist. Deswegen, insofern hier was kommt, aber irgendwie passt nicht so ganz, nochmal kurz wieder zurückdenken und überlegen, Line, Phono, passt es soweit.
Ja, wenn ihr dann einfach irgendeinen Wackler noch drin habt, irgendein Signal kommt nicht ganz an, irgendwie ist es ein bisschen verflixt, es passt irgendwie nicht so ganz mit dem Signal, dann klar, einfach mal Kabel tauschen, wie wir euch immer wieder auch sagen. Ersatzkabel, sei es jetzt Cinch-Kabel oder USB-Kabel, sollte man immer dabei haben. Die kosten nicht besonders viel, können aber sozusagen viel Schaden anrichten, wenn sie mal nicht ganz laufen. Und deswegen einfach mal dann logischerweise die Kabel checken. Sind die vielleicht defekt, haben die einen Wackler? Und ja, wenn ihr also diese ganzen Sachen jetzt mal euch im Prinzip ein bisschen ins Gedächtnis ruft, ein bisschen verinnerlicht, dann kann euch eigentlich nichts mehr in die Quere kommen beim Gig. Egal was es ist, ihr wisst direkt, von wo könnte es kommen, was muss ich schnell drücken, schnell checken. Wir haben das jetzt hier natürlich recht lang besprochen, aber insofern so ein Problem auftritt, wird nach relativ kurzer Zeit bei euch das einfach direkt Klick machen und ihr werdet innerhalb kurzer Zeit zack, zack, zack hier mal ein paar Sachen drücken. Das heißt, alle Möglichkeiten mal innerhalb kürzester Zeit checken und dann läuft die Sache auch schon wieder. Problematisch wird es einfach nur, wenn ihr ja im Prinzip auf gewisse unscheinbare Probleme nicht kommt. Oft sind die Lösungen ganz einfach, aber ja, man denkt halt nicht so ganz dran. Und deswegen eben diese Lektion und checkt, wie gesagt, mal die letzte Folie der Präsentation ab. Da haben wir das Ganze nochmal schön übersichtlich für euch aufbereitet. Vielen Dank an dieser Stelle noch an recordcase.de für die Bereitstellung dieser Geräte, damit wir euch eine besonders geile Mixing-Lektion bieten konnten. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.